Sehr geehrtes Publikum, herzlich willkommen bei unserer Sendung Katholisches Leben in Österreich. Unser heutiger Gast ist Professor Kratochwil. Sie sind der Entdecker einer speziellen Ultraschallmethode, die zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Frühschwangerschaft beigetragen hat. Können Sie uns da ein wenig davon erzählen? Ja, es begann eigentlich ganz harmlos. Ich war auf der zweiten Frauenklinik auch zuständig für Patienten, die in anderen Spitälern, also in anderen Abteilungen gelegen sind. Und dabei ist dann aufgekommen, dass man da mehr Diagnose betreiben muss und Diagnose, die aber nicht verfügbar war, nicht? Und da habe ich halt dann ausprobiert mit dem Ultraschall, ob das was geht oder nicht. Das Erste, was ich überhaupt je über Ultraschall gehört habe, war von einem Ophthalmologen. Früher gab es ja in Wien immer wieder in der Gesellschaft der Ärzte wöchentliche oder monatliche Versammlungen. Und dort ein Ophthalmologe, der Dr. Osolnik. Ophthalmologie ist was? Augenheilkunde. Ach so, ja. Mhm. Augenheilkunde. Und der, ich kam hinein mitten in ich war ein bisschen zu spät dran und er spricht dort über den Nachweis von bestimmten Veränderungen mit Hilfe von Ultraschall. Aha. Und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, haben wir gedacht, ja, das müssten wir eigentlich in der Geburtshilfe auch ohne weiteres unterbringen können. Und zwar war der Gedanke der, dass man so früh als möglich eigentlich das Leben des Kindes darstellen kann, in dem Augenblick, wo man die Herzaktion nachweisen kann. Jetzt war aber die Herzaktion früher nur von außen zu bekommen, nicht? Auch mit Ultraschall. Woraufhin zu Kretztechnik gegangen bin und gesagt, na, warum entwickelt sie keinen vaginalen, stabförmigen Schallkopf, den man in die Scheide einführen kann, weil dadurch ist man wesentlich näher zur Gebärmutter. Wie Sie wissen, liegt ja der Hals drinnen und die Gebärmutter neigt sich nach vorn, liegt auf der Blase drauf. Ja, ne? Ja. Und da drin liegt dann das Kind. Nicht? Ja. Und wenn man das von außen haben will, muss man so viele Schichten durchdringen. Ja. Und ich habe gesagt, na, machen wir doch einen stabförmigen Sonde, die man in die Scheide einführen kann und dann kann man dann das sehr gut darstellen. Und wirklich war es so, dass man schon sehr, sehr zeitig die kindliche Herzaktion nachweisen konnte damit, nicht? Und dadurch war das Ganze eigentlich eine großartige, wie soll ich sagen, Sache für die Mutter, nicht? Wenn sie ihr Kind hört, wenn man das dann auch hörbar machen konnte, dass so klein schon ein Herzschlag da ist, nicht? Obwohl, man sieht es ja dann auch über Ultraschall. Das ist ja das Wichtige auch. Und über Ultraschall kann ja dann die Mutter auch eine bestimmte Beziehung herstellen. Also von daher ist es ja sehr wichtig, weil wir sind ja sehr visuell ausgerichtet in unserer Kultur. Und wenn die Mutter das Kind im Ultraschall sieht, kann sie ja auch schon eine bestimmte emotionale Beziehung aufbauen, vielleicht schon früher, als wenn sie das nicht so sehen könnte. Ja, wenn sie nicht bekannt ist, sie weiß, dass sie schwanger ist, aber was sich da drinnen abspielt, weiß sie natürlich ja, nicht. Ja, und von daher war das ja eine ganz, ganz wesentliche Entdeckung auch. Ja, dass sie dann eben gesehen haben, dass wirklich ein Kind, nicht? Früher hat man gesagt, naja, bis das wirklich ein Kind wird, dauert es, weiß Gott wo, aber das ist von der ersten Zeit an, nicht? Ja, von wann an kann man das eigentlich per Ultraschall erkennen? Ganz am Anfang sieht man ja einen Punkt. Ja, der Punkt wäre zu früh, das zu sehen, nicht? Aber sagen wir, ab der vierten, fünften Schwangerschaftswoche kann man das schon sagen, wenn das einen Monat ausgeblieben ist, die Blutung, oder länger als einen Monat, dann ist schon die Frage, bin ich jetzt schwanger oder nicht, nicht? Ja, ja. Und Sie können einen Schwangerschaftstest machen, der kann positiv sein, wird auch wahrscheinlich positiv sein. Mhm, aber damit Sie die Mutter überzeugen können, und wir haben damals die stabförmigen vaginalen Sonden entwickelt, die man direkt in die Scheide hineinführt, damit man nicht das Bauchfett dazwischen hat, ja, ja. Sondern die Gebärmutter liegt ja
mit dem Gebärmutter, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Birne, nicht? Wo ja, die ja. Birne gelenkig ist, ja. Und der Körper liegt immer auf der Blase drauf. Nicht? Und, ja, ja. Und da kommen Sie ganz nah hinein und können natürlich ja, ja. die Herzaktion zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Da waren viele erstaunt. Nicht? Das, ja, ja. Und das ist dann wie in Windeseile natürlich herumgegangen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist meine nächste Frage. Also Sie haben ja dann auch zur weltweiten Entwicklung eigentlich beigetragen innerhalb der Erkenntnis. Ja, ich habe natürlich, jeder Chef, der sowas, einen Kollegen unter sich hat, der was macht, schaut natürlich, dass er publiziert und dass er das auch in der Welt verbreitet. Und die Artikel waren ja wirklich neu. Die sind sehr gut angekommen. Zuerst sind die ganzen deutschen, Schweizer Kollegen und die Umliegenden gekommen. Ich habe neulich einmal nachgeschaut, es waren aus 133 Ländern Kollegen da in Wien zur Erlernen der Ultraschalltechnik. Ne? Wann haben Sie diese Entdeckung gemacht? Waren Sie da noch Assistent? Oder? Ja, ja, freilich. Und das hat ja. Sie dann natürlich... Das hat mich dann gestärkt und noch ja. weiter vorgeführt. Ja, nicht? Und ja. so weiter. Aber ich denke, Ihre familiäre Situation wird Sie ja dann auch gestärkt haben. Also die Familie wird Sie ja auch... Ja, Sie wissen, ich habe 5 Buben, nicht? Ja, der erste war leider hirngeschädigt durch eine Zangengeburt, weil der damalige Doktor gemeint hat, na schnell, schnell, um 11 Uhr schlafen wir alle. Ja, ja. Und hat dann initiiert Wehenmittel, worauf sie einen Krampfanfall bekommen hat und eine Zangenoperation gemacht wurde und bei dieser Zangenoperation natürlich entsprechend die Blutung aufgetreten ist. Ja, ja, ja. War Gott sei Dank, dass einer der liebsten Söhne, die es überhaupt gibt, der lebt jetzt draußen in einem Behindertendorf in Solenau, nicht? Ja, ja. Und da wird Sie ja auch sehr der christliche Glaube gestärkt haben. Ja, sicher. Sie sind Katholik und leben hier eigentlich immer schon... Haben immer schon hier in Wien gelebt? Ja, ich habe immer in Wien gelebt, ja. Geboren in Wien. Ja. Dann haben Sie auch verschiedene Gesellschaften gegründet, dann auch später im Laufe der Zeit. Zum Beispiel die österreichische Ultraschallgesellschaft. Ja. Ja, es ist daraus entstanden, dass wir natürlich, ich habe eine Sonderstellung gehabt an und für sich, nicht? Weil ich Gott sei Dank der Erste war, und dann sehr viele Leute gekommen sind von allen möglichen Kliniken, sei es die Orthopädie, sei es die Chirurgie, sei es dieses oder jenes. Du kannst nicht nachschauen, ob du dabei was herausbekommst. War für mich natürlich eine große Lehrzeit, ja. aber auch eine Möglichkeit, an Dinge heranzukommen, die man nicht so leicht nachverfolgen kann. Ja, ja. Dass man Orthopäden untersucht oder dass, wie gesagt, kam ein Kind herein aus der näheren Umgebung in Wien und der hatte einen Rodelunfall und ist mit dem Bauch gegen einen großen Felsen gestoßen. Und, da war und der hat Schmerzen gehabt und Schmerzen und immer wieder Schmerzmittel bekommen, das ihn kontrolliert wieder von den Medikamenten wegbringen wollten, weil die Angst hatten, er wird süchtig. Und dann kam er zu mir und was war's? Er hat dadurch, dass er am Bauch gefallen ist, eine Quetschung drin gehabt und da hat sich im Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse, eine Zyste entwickelt. Und diese Zyste hat natürlich Schmerzen gemacht. Nicht? Und dann sind sie hergegangen, haben sie erst einmal punktiert, haben natürlich das herausgezogen und dann war es einige Zeit besser. Und das hat sich natürlich wieder nachgefühlt. Erst bis sie dann wirklich operiert haben und aufgemacht haben, ist das Ganze gekommen. Und dann ist das wie ein Lauffeuer im allgemeinen Krankenhaus herumgegangen. Da sind es von allen Stationen gekommen. Geh kannst nicht, schau nicht. Ah ja, schau dir was an, ja. Die Internisten haben damals noch nichts gehabt, die Orthopäden haben nichts gehabt, die Chirurgen nicht. Und das sind wir auf hübsch viele schöne, interessante Fälle gestoßen, die man
mit Ultraschall Gott sei Dank klären konnte. Ja, aber kommen wir doch nochmal auf die Ultraschalluntersuchung während der Frühschwangerschaft zurück. Inwieweit hat das auch die Gynäkologie weitergebracht in Ihren Erkenntnissen? Also inwieweit kann man da schon erkennen, ob jetzt das Kind sich positiv entwickelt oder nicht? Ja, das muss man ja, die Fehlentwicklungen, die sieht man ja dann erst dann später, ganz am Anfang. Ah, also in der Frühschwangerschaft dann noch nicht? In der Frühschwangerschaft noch nicht, dann muss man immer wieder. Aber wir haben es ja so eingeteilt gehabt, dass die Frauen alle 3 Wochen einmal zur Kontrolle gekommen sind, nicht? Ja. Und da konnte man dann schon erkennen, also es wächst immer mehr und wann fängt der Herzschlag an? Wann kann man den gleich Herzschlag? Schon? Ja. Also es sind dann so rhythmische Bewegungen schon, die man über Ultraschall erkennen kann. Ja, da gibt es etliches, was man ganz frühzeitig sagen kann und messen kann. Nicht? Ja. Und das war natürlich der Vorteil. Es ist dann so gewesen, ich habe in der Klinik, in der zweiten Frauenklinik, doch dann schon größere Räume gehabt. Aber natürlich braucht man zur Untersuchung, selbst wenn man allein ist, ich habe mir dann natürlich die Leute herangezogen, länger, nicht? Ja. Und da habe ich dann gehört, ja, warten muss man lang, aber es zahlt sich aus. Ja. Mhm. Und so haben wir sehr, sehr viele gehabt, nicht? Es war auch so, was ich erst dann gelernt habe, das war auch sehr lustig und sehr interessant, dass ich eine Zeit lang von den ganzen internen Kliniken die Fälle bekommen habe, nicht? Und die haben die Bilder gehabt und die Befunde gehabt, haben, ohne dass sie dann zu mir gekommen wären, zeig uns das, ne? Ja, die haben den Befund gehabt, haben ein neues Gerät gehabt und dann haben sie gefunden, ob sie das auch herausbekommen oder nicht. Ne? Und dann ist halt ganz in die Welt auch hinausgestrahlt. Wir haben ja von überall her Gäste gehabt, weiteste aus Australien und aus Indien und Amerika waren alle da. Ja. Aber ich habe mal in Amerika haben sie gesagt, da bist du schon in New York, kannst gleich nach Brasilien auch fliegen. Ja. Dabei ist es genauso weit, fast wie von Europa nach Amerika. Nicht? Und so hat sich das dann durchgesetzt. Nicht? Ja, ja. Inwieweit spielt auch der christliche Glaube bei Ihnen in die wissenschaftliche Arbeit hinein? Oder inwieweit hat der christliche Glaube... Ja, mein Glaube Gott, es sind natürlich Grenzen da, wo man nicht weiter kann, nicht? Ja. Aber im Prinzip sind die nicht so groß, dass man da irgendwelche große Schwierigkeiten damit hätte. Ne? Lasst man das eine oder andere. Also da würde ich nie eine Abtreibung machen oder zu einer Abtreibung gehen. Nicht? Das haben Sie nie gemacht? Ja. Das sieht man schon viel zu früh, dass da was im Wachsen ist und im Leben ist. Überhaupt dann, als wir die Möglichkeit gehabt haben, das auch noch hörbar zu machen, nicht wahr? Dann sind alle mit offenem Mund und großen Augen dort gelegen. Das ist mein Kind. Aber obwohl auf der anderen Seite trägt ja eigentlich der Ultraschall auch dazu bei, zu zeigen, schaut, das ist jetzt also nur ein Zellhaufen, das ist ein Punkt, mehr sieht man da nicht, mehr kann man nicht erkennen. Und eigentlich kann man da schon die Abtreibung befürworten? Nein, das kann man nicht mehr. Also sagen wir, die Frau weiß ja auch nicht gleich, dass sie schwanger ist, nicht? Und hofft auch zunächst, dass es vielleicht doch nicht ist. Ja, ne? Aber man kann das dann durch diese Ultraschalltechnik ja dann schon sichtbar machen. Das kann man sichtbar. Da ist etwas, aber es gibt ja dann auch wieder Ärzte, die sagen, schau, das ist nur ein Zellhaufen, man sieht ja nichts. Sieht schon sehr gut. Man sieht den Rumpf, man sieht die Beine. Man sieht den Kopf, man hat den Herzschlag. Also wann? In welcher Woche? Oder in welchem? 8. Woche, 6. In der Frühschwangerschaft. Schon in der Frühschwangerschaft, freilich. Da gibt es keinen. Fährt die Eisenbahn drüber, sagt der Wiener. Ne? Das kann also man es ist nicht doch eher, dass man, indem man das jetzt, das christliche, den christlichen Glauben... Nein, das Glauben ist ganz absolut, dass man sagen kann, schaut's her, schaut's mit. Seht genau auf den Schirm, ihr wisst, was eine Herzaktion ist
Und man sieht das Pulsieren, das sieht man ganz. Aber es gibt so viele Wissenschaftler, die sagen, das ist nur ein Zellhaufen. Wie kann man das dann Ich kenne keinen solchen. Ne? Also der muss sich in den Sack lügen. Ne? Also Sie sagen, also das kann man auch über Ultraschall erkennen, dass es wirklich auch ein Mensch ist, ein kleiner Mensch, der sich da entwickelt. Ja, in dem Augenblick, wo eine Herzaktion da ist und wo Sie einen Kopf sehen, Rumpf sehen und Extremitäten, Beine und Arme. Das gibt's. Naja, dann ist ja im Grunde genommen Ihre Entdeckung auch sehr wichtig gewesen für die Lebensschutzbewegungen. Ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen, ja. Ja, es haben sich dann natürlich viele Leute, man hat so gedrängt, dass sie einmal ein Ultraschallbild kriegen, weil sie so gern das Kind gesehen haben. Nicht? Aber auf der anderen Seite sind sicher der ein oder andere darunter gewesen, der vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, abzutreiben und das dann doch nicht gemacht hat. Ne? Ja, weil er es gesehen hat. Weil er es gesehen hat, das ist was Lebendiges. Ne? Wenn ich eine Herzaktion sehe und dort das auch noch höre, ne? Dann kann ich nicht gut sagen, das ist nichts. Ne? Und dadurch gab es natürlich sehr viel Zulauf auch in der Klinik und wir haben immer Mangel gehabt. Es sind draußen scharenweise Leute gesessen, 10 bis 12, 15. Naja, man muss lang warten, aber das Resultat stimmt dann nicht. Ja, ja. Das haben sie dann schon anerkannt. Nicht? Ja, ja. Und wie gesagt, dass sich die anderen, das war das Lustige, das war eine interne Klinik. Ich habe die ganzen internen Befunde auch gemacht, weil sie sich auch geschickt haben, wie schauen die Nieren aus, wie schaut das Pankreas aus und so weiter. Und die haben dann den Befund genommen, haben sich ein Gerät gekauft gehabt und haben dann still und heimlich nachuntersucht, ob sie zu dem gleichen Entschluss kommen. Und so haben sie auch den Ultraschall erlernt. Ne? Aha, ja, das ist interessant, ja. Ja, es ist viel geschehen. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich überhaupt auf den Gedanken von Ultraschall gekommen bin, war eine, wir haben früher in Wien jede Woche eine Ärztetagung gehabt, in der Gesellschaft der Ärzte. Und da bin ich spät hineingekommen, da spricht ein, was war der? Das war ein Ophthalmologe, der gezeigt hat, dass da ein Kind drinnen ist. Da habe ich gedacht, na, was der kann, muss ich auch können. Das, wo ein Kind drin war. In der Gebärmutter, nicht? Ach so, ja, ne? Ein Ophthalmologe, ja, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, ja. Aber und so ist es dann eben weitergegangen. Es kamen die Internisten, es kamen die Urologen, es kamen die Orthopäden und so weiter. Ja. Es war ganz ein schönes, reges Leben. Wie sind Sie zum katholischen Glauben gekommen? Ja, das war in der Familie, war gar keine Frage. Sie sind hineingeboren? Hineingeboren, ja. Und meine Frau war auch hineingeboren. Und wir sind beide nach St. Anton von Padua, weil wir damals im 10. Bezirk gewohnt haben, haben wir uns dort kennengelernt und auch dort dann geheiratet später. Nicht? Ja. Dann kamen die Kinder. Dann kamen die Kinder, ja. Da hatten Sie ja schon erzählt, dass der eine Sohn durch die Zangengeburt verletzt worden ist. Wie war das dann? Und da hat Sie der Glaube ja auch sehr gestärkt. Ja, es war natürlich beim zweiten dann schon aufregend, wie wird das wieder weitergehen. Aber damals waren wir schon etwas klüger, nicht wahr? Und sind rechtzeitig zu einem wirklich ausgesuchten und bekannten, guten Gynäkologen gegangen und Geburtshelfer, dass sowas nicht mehr passieren kann. Nicht? Weil es war zum Teil auch Sie kennen katholische Frauen manchmal, besonders in dieser Zeit damals. Man geht nicht zu einem Mann als Gynäkologen, man geht zu einer Frau. Nicht? Ja. Und es war leider eine Frau, Kollegin, die nicht so versiert war, na, sie haben ein bisschen Eiweiß im Hals, na, das macht ja nichts, ne? Anstatt dass schon alle Glocken geläutet hätten, weil Eiweiß im Hahn in der Frühschwangerschaft ist ein Alarmzeichen, nicht?
Ach so, ja. Und da muss man etwas unternehmen ja, und tun. Ja, ja. Und nicht zusehen und warten, bis irgendetwas geschieht. Ne? Ja, ja. Und dadurch ist es dann beim zweiten Mal schon besser gewesen, weil wir dann gleich auf die Klinik gegangen sind. Da wusste man dann Bescheid, ja. Auf der Klinik war es natürlich ganz anders. Und dadurch bin ich auch irgendwo in die Gynäkologie hineingerutscht. Ne? Ach, dadurch? Ja. Ach so, vorher hatten Sie mit der Gynäkologie weiter noch nicht so viel zu tun? Ja, es ist so, dass sie sich mit der Zeit entwickeln. Ich habe ja früher, ich weiß nicht, ob man es heute noch macht, eigentlich den Weg eingeschlagen zum praktischen Arzt. Mhm, und erst dann, wie der bevorstand, war die Frage, na, soll man nicht ein Fach machen? Nicht? Ja, und dann ist das Fach Gynäkologie in Blickfeld geraten, besonders durch diese Zustände bei der Geburt meines ersten Sohnes. Der lebt jetzt in Solenau draußen, in der Behindertenwerkstatt. Mhm. Und das war dann schon ganz anders, nicht? Mhm. Wenn man wirklich hart dahinter steht und sich nicht sein X für ein U vormachen lässt. Mhm. Könnte man da nicht auch sprechen, das war auch ein Wink, sich in diese Richtung dann auch beruflich zu entwickeln, weil Sie haben ja wirklich dann viel draus gemacht. Man stellt ja dann auch immer die Schicksalsfrage oder die Sinnfrage und dass Sie sich dann als gläubiger Christ dann die Antwort auch gegeben hat, naja, es war schon vielleicht auch ein Wegweiser, dass ich schon auch irgendwo dadurch in die Richtung gedrängt worden bin. Ja, das ist schon zum Teil wahr, nicht? Es war aber so, dass mich wirklich interessiert hat und dass wir damals, mein Chef war der Professor Huslein, nicht, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Das ist der Vater vom jetzigen Klinik. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, der ist ja sehr berühmt hier in Wien auch. Ja, sehr bekannt. Huslein, das war aber sein Sohn jetzt, der jetzt die Klinik hat. Ne? Und vorher sein Vater war mein Chef. Ne? Und das. Wir haben bis heute immer wieder, zwar keinen innigen, aber doch einen losen Kontakt immer noch. Ja. Mhm. Herr Professor Kratochwil, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Und von Ihnen, liebes Publikum, möchten wir uns auch verabschieden. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.